Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pal World. Wir sind hier unterwegs mit unserem Gillette und wir gehen mal kurz in dieses Lager hier, weil ich vermute, dass wir da vielleicht wieder das ein oder andere niedliche kleine Pal mitnehmen können. Und natürlich müssen wir die Bösen hier besiegen. Wow, ich habe voll daneben geschossen. Okay. Kopfschutz zählt tatsächlich wirklich mehr. Das heißt, wenn ich. Ah, das ist irgendeine Elektro. Paul. Okay, haben wir gelootet. Dann befreien wir den Guten mal. Schlett klärt ab, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Und wir befreien den Armen mal. Ja, den brauchen wir jetzt dann, wenn wir so einen Generator haben, aber ich glaube, wir brauchen für alles Palöl. Elektro. Düse, okay, nehmen wir. Das da könnten wir einfach mal kurz mitnehmen auch. Mist. Warum schieße ich heute so daneben? Weil ich glaube, da haben wir noch nicht so viele. Ich lade gleich mal nach, falls wir wirklich was haben. Okay. Ist meins und hatten wir noch nicht so oft. Okay. Brauchen wir, um aufzusteigen. Dann würde ich mal sagen, drei Zuschauer, krass. Machen wir uns mal jetzt halt nach da oben, da wo ich hin wollte, weil ich meine, dass ich da in meinem Privataccount ein bisschen Palöl gefunden habe. Und das haben wir echt nötig, Leute. Wir müssen irgendwie. Wir sind gerade in so einem kleinen Gefängnis, was so Sachen angeht. Soll ich das nennen? So, sind gerade in einer sehr großen Beschränkung, was unsere Fähigkeit angeht, weiterzukommen. Deswegen müssen wir eine Möglichkeit finden, weiterzukommen. Ich hoffe, das stirbt jetzt nicht, wenn ich. Er stirbt schon. Okay, dann gehen wir nach da oben. Da ist dann auch nochmal ein Jägerlager oder halt ein Wildererlager. Wäre auch noch wichtig, dass wir das ausräumen für. Ja, für das Pal, was ich da mal befahre. Ich nehme die echt gern mit, muss ich vielleicht sagen. Weil ich meine, dann brauche ich die nicht fangen. Und ich meine, die sind teilweise wahrscheinlich echt selten, was ich da befreie. Also zumindest komme ich da gerade noch nicht so hin. Okay, wir müssen dann einmal über diese große Brücke da oben. Das sind meistens hier schon ein paar Wilderer. Ja. Die kämpfen gerade gegen so einen Mammorest. Und wenn ich Glück habe, machen die dem ein bisschen Schaden. Und dann kann ich das fangen. Und das hat nämlich Ding. Das hat das, was ich will. Oh. Ja, gut, aber ich sollte das nicht angreifen. Das ist vergeudet. Meine Angriffskraft auf das Ding, weil ich das echt noch nicht schaffe. Okay, cool. Bis auf Holz kriegt er. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich von denen jetzt ein paar Sachen kriege, aber naja. Nee, aber das Marmorest, das brauchen wir noch gar nicht erst versuchen. Das ist Level 36. Wir sind, glaube ich, Stufe 26. Das lassen wir sein. Ich habe da, glaube ich, auch eine sehr vorsichtige Haltung, aber ich denke mir immer so lieber ein bisschen vorsichtig, bevor ich den noch richtig auf die Fresse kriege. So. Da sind ein paar Gegner auf jeden Fall. Gillette, du gehst als erstes rein, weil du am krassesten von allen bist. Ist wirklich, das Gillette ist. Eine sehr, sehr große. Das ist ein Geist-Pokémon. Pal. Pal natürlich. Ich will ja hier nicht irgendwie auf Pokémon anspielen. Dieses Spiel hat nichts mit Pokémon zu tun. Okay, Gillette hat zwei Hookies besiegt. So. Ich habe auch eins besiegt. Okay, du kümmerst dich um die Wölfe, die jetzt kommen. Die sind nämlich auch ein bisschen angriffslustig. Und ich befreie dieses liegende Etwas, das wohl ein bisschen krass aussieht. Bei mir habe ich das, glaube ich, mal gezüchtet. Irgendwas mit V heißt es, glaube ich, oder? Nur der Dazi, okay. Crufty, okay. Why not? Okay. Ich lasse mein Gillette gleich mal draußen, weil wir werden hier auf noch mehr Gegner stoßen. Ja, ich würde gerne nach da links oben, um ehrlich zu sein. Okay. Okay, du hast sie gleich gekillt. Finde ich super.
ich da einfach ein bisschen mit meinem Pal spazieren. Ach ja, genau, ich wollte nach da oben, das weiß ich noch, weil ich mir dachte, oben gibt es ja meistens was Cooles. Deswegen bin ich da hochgestiegen. Ich erinnere mich wieder. Aber ich glaube, es gab nur eine Nymphenstatue oder so, aber ich bin hochgestiegen und ich finde, das könnten wir auch einfach mal machen. Mit unseren süßen kleinen Gillette. Jetzt hier nicht hoch, muss ich klettern. Ich glaube, da komme ich hoch. Das war das letzte oder vorletzte Woche? Ne, letzte Woche habe ich Dragon Quest privat gespielt. Das heißt, es muss vorletzte Woche gewesen sein, wo ich Palworld gespielt habe. Das könnte ein Ei sein. Aber die nehme ich auch ganz gern, weil wenn das halt, wenn da halt was übelst krasses bei rumkommt, so ein Pinky, nehme ich. Ja, wie gesagt, ich hätte dann halt irgendwann gerne mal ein zweites Grundstück geholt und dann hätte ich dann eine Zuchtfarm gemacht. Und dann hätte ich immer die rein, wo ich weiß, dass ich das brauche. Und dann hätte ich einfach mal so eine Liste abgearbeitet, mit welchen Dingen ich brauche. Dafür muss ich ganz viel Kuchen haben. Und ja. Okay, da hinten gibt es auf jeden Fall so eine Kirche. Ja, und da unten ist ein fettes Lager, ja. Ich glaube, wir kommen klar. Die letzte Woche war für mich die Hölle, weil ich so viele Prüfungen hatte und ich bin froh, dass das nächste Woche nicht ganz so schlimm ist. Ja, Baum. Ich habe einen Baum gefunden. Dann haben wir auch schon mal einen gefunden. X, X, X. Das machen wir mal, wenn wir richtig krasse Preise haben, dann gebe ich denen das. Aber vorher lassen wir das mal. Wilderer Rookie. Mal von hinten gleich mal einfach so ein Headshot. Okay, hat nicht so viel gebracht. Gillette clean. So. Ich habe, glaube ich, hier irgendwo mein zweites Lager hingebaut. Also ich habe inzwischen drei Lager bei meinem anderen Account. Aber hier ist, glaube ich, irgendwo einer davon. Okay, da ist ein Wolf. Ich weiß nicht mehr, wo genau. Auf jeden Fall, da gab es so viele Dinger, so viele Eisenvorkommen auf einen Haufen. Und dann dachte ich mir, das nehme ich mit. Ja, jetzt geht mir auch das Eisen nicht mehr aus. Aber okay, wir gehen da mal runter. Irgendwie erinnert mich das gerade ein bisschen an Zelda Ocarina of Time. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert es mich daran. Ich möchte nicht sterben, weil ich runterfalle. Okay. Oh, der hat das arme Wolli getötet. Dafür töte ich dich jetzt. Ah, ich möchte die Megasphäre mitnehmen. Die sind nämlich teuer in der Herstellung. Hat der da hinten gerade ein Maschinengewehr gehabt? Sehr böse. Hast du alles getötet, was da so rumläuft? Okay. Wenn du alles getötet hast, dann kann ich ja das. Da haben wir auch schon eins. Weizensaat, sehr schön. Das meiste mir teuer gekauft. Wo wollte ich hin? Okay, ja, ich muss jetzt eigentlich einmal da außen rumgehen und dann komme ich wieder nach da. Aber ich will nach da drüben eigentlich. Deswegen schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Okay, in 100 Metern ist so ein Save Point wieder. Also wie gesagt, das Marmorest lassen wir in Ruhe, weil das schafft man nicht. Du kannst Glück haben, wenn sich da zwei gerade nebeneinander prügeln und du halt dann die Sachen von denen rauskriegst. Oder wenn jetzt die Wölfe rein theoretisch auf den losgehen würden. Aber ich glaube, die kommen nicht auf diese dämliche Idee. Alter, mein PC macht jetzt noch interessantere Geräusche. Ist der so warm oder was? Nee, eigentlich nicht. Mein PC kurz gestreichelt. Der braucht Liebe. Ah, dann noch links ist gleich ein Point. Okay, Yoko. Oh. Ich sehe schon, was da ist.
Komm her, mein Schatzi. Grenadier. Das ist ja einer, der Granaten wirft. Hört auf, Granaten zu werfen. Vor allem nicht auf mein Gillette. Okay. Ich hoffe, mein Gillette kommt gerade gut, klar. Okay, einen habe ich gekillt. Da hinten läuft noch einer. Der läuft aber den Lammball hinterher. Okay, du savest mich kurz und ich hol. Wow, das sieht specialmäßig aus. Das sieht richtig specialmäßig aus. Was auch immer es ist. Okay, mein Gillette hat ein bisschen Schaden abbekommen. Ah, das heilt sich hier wieder. Okay, es ist ein Achsox. Hört sich krass an, um ehrlich zu sein. Dann laufen wir mal den Grenadier da hinten hinterher. Ah, kämpft gerade gegen den Wolf. Ja. Aber wir haben es geschafft irgendwie. Also dank unserem Gillette tatsächlich. Also ich glaube, ich kriege hier nichts auf die Kette ohne mein Gillette. So traurig, wie das klingt. Aber gut, jetzt gehen wir mal zu diesem Point da hinten und dann porten wir uns heim, weil es ist auch schon spät wieder, aber dass wir halt unsere Sachen schon mal abladen. Dann vielleicht unsere neuen Pals einstellen, weil ich glaube, die könnten krass sein. PC, bitte hör auf, jetzt solche Geräusche zu machen. Ich mache mir gerade echt Gedanken. Hinten ist noch ein Ei, das holen wir uns. Lass jetzt gleich mal ein Chiclet draußen, weil ich ein bisschen Angst habe, was hier so alles rumrennt. Da hinten ist nochmal ein Lager. Ja, es geht jetzt halt in die schwierige Richtung. Wir sind jetzt praktisch aus so dem Anfangsstadium draußen. Es gibt sowas wie da hinten. Ich habe doch da gerade ein Ei gesehen. Saftiges grünes Ei. Nehme ich. Ah, da vorne ist der Portpoint. Oh, da sind lauter Wilderer. Ah, das sind Rookies. Das heißt, das ich habe gelernt, nämlich Rookie heißt Anfänger. Hat ihr gerade echt so blöd, euch umzudrehen? Ja, okay, komm, Kalin. Du machst das besser als ich, Chiletti. Oh, da gibt es diese Kühe. Ich aktiviere das erste Mal. Ich brauche diese Kühe, weil die geben Milch. Das ist wichtig, dass wir Milch bekommen. Und die heißen einfach Mozzarina. Und ich musste da so an Mozzarella denken. Und ich dachte als erstes, ich fange da Mozzarella. Sieht auch ein bisschen aus wie ein leckeres Mozzarellachen. Ich stehe ja voll auf Mozzarella, falls ich euch das noch nicht mitgeteilt habe. Nein, er hat's gekillt. Mist. Komm mal du weg. Und dich schieße ich nochmal ab. Und jetzt ab Bällchen. Mozzarella bleibt drin. Oh, Mozzarella, bleib drin. Jetzt hoppelt ihr davon. So. Mozzarella bleibt drin. Beifuß, Mozzarella. Mozzarella ist gefangen. Das ist das Tote, oder? Ja. Hängt so ein bisschen im Baum fest. Ah, da hinten ist eine Dimpfmungsstatue. Die nehme ich natürlich mit. Und dann porten wir uns mal heim. Ja, hier hinten gehen wir dann weiter als nächstes. So der Plan. Aber ich glaube, ich muss heute noch ein bisschen Eisen holen. Aber ich habe eh noch kein Öl. So. Dann machen wir hier so ein paar Rentiere, die wir grillen. Milch. Nur eins. Ah, das eine könnten wir schnell verbrauchen. Habe ich noch was? Ja, ich habe noch eine Nahrung. Dann mache ich da hinten mal das Ding auf. Da kommt bestimmt auch was Cooles raus. Mal schauen. Es ist ein Tombat. Okay, die waren, glaube ich, krass. Die waren, glaube ich, krass, wenn ich zurückdenke. Okay, da habe ich mehrere von den grünen. Machen wir mal ein grünes. Etwas kühl, das ist mir scheißegal, ob das etwas kühl ist oder nicht. Das Tombat konnte nämlich ganz viele verschiedene Dinge, wenn ich da gerade so darüber nachdenke. Und vielleicht sollten wir uns das einfach mal mitnehmen. Okay, ich habe noch ein bisschen viel dabei. Dann können wir den mal da rein tun. Jetzt machen wir einfach mein Inventar voll, das war auch interessant. Okay.
Okay, die Eier, die würde ich gerne noch. Ich würde gleich noch eins reinschmeißen. Ich habe Mozzarella-Fleisch bekommen. Das tun wir mal da alles rein. Das ist der fertige Braten. Den kann ich bei euch ein bisschen auffüllen. Passt. Fast ungenutzte Statuspunkte. Wie ist denn das passiert? Ich erhöhe meine Ausdauer, würde ich mal sagen. Handwerk. Okay, mein Lammball Chipichaka ist fertig. Viel Milch. Komm, wir machen mal eine heiße Milch. Und ich esse es mal persönlich. So. Ihr seid ja beschäftigt. Jetzt wollte ich mal kurz schauen, ob ich vielleicht dieses Tombad irgendwo einsetzen kann. Nee. Nee, nicht verbessern hier. Wir haben jetzt ein paar neue Sachen gefunden. Unter anderem. Das kann alles nichts. Du kannst wahrscheinlich ein bisschen zündeln. Okay, der hat einen Lagerfeuer. Was haben unsere Füchse? Der könnte halt mehr als ein Fuchs. Dann ersetze ich mal den durch so einen Fuchs. Festungskommende Angriffsstrategie. Komm, den holen wir dann raus. Der kann ist zwei in Anpflanzen. Ich habe hier echt schon viel gefangen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Der hat zwei in Anpflanzen und zwei in Holz. Okay, also er ist besser als so ein blöder Typ. Kann noch irgendjemand was Besseres machen? Oberbergmann. Vertraut ist ein Rentier nämlich nicht. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich würde. Okay, der kann auch Strom und Sachen auf die Gegend tragen. Du kannst Holz und zwei Feuer. Du kannst zwei Abbau und zwei Anpflanzen. Also da kommt das da schon mal raus. Hitzkopf, oh Gott. Mozzarella kann er nichts. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Palworld. Bis dahin. Bye.